Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flife Universe Video. Endlich ist es soweit, wir kriegen die Heartbreaker Skins in-game, die ich euch schon vor zwei Wochen vorgestellt habe. Hier sind sie nochmal alle auf dem Banner. Im Endeffekt kann man sagen, es sind fast genau die gleichen Designs wie die Valentine Skins. Nur, dass alles, was bei den Valentine Skins weiß war, hier schwarz ist und alles, was so Prismafarben, Regenbogenfarben, wie auch immer war, Kristallfarben, ist jetzt hier so dieses Blutrot oder Rot, Edelsteinrot, wie auch immer. Und ein bisschen andere Designelemente gibt es natürlich auch noch minimal. Also Herzen sind natürlich auch ausgetauscht, die Formen von Herzen. Aber ja, mehr oder weniger kann man sagen, so die dunkle Version der Valentine Skins. Sehen ziemlich nice aus. Ich habe auch schon einige Leute gesehen, die sie verkauft haben. Teilweise zu horrenden Preisen, was bei der aktuellen F-Coin-Situation nicht so viel Sinn macht. Aber ja, sie sehen auf jeden Fall overall ziemlich nice aus. Dann haben wir außerdem noch ein neues Event, neuen Patch und cooles Wochenende-Event oder ein gutes Wochenende-Event und tatsächlich eine große Änderung, was die 950er-Waffen angeht. Aber zuallererst das neue Speed-CS-Set, Luxury-Tuxedo-Set oder Tuxedo-Luxury, wie auch immer. Grundsätzlich denke ich mal, gar kein so schlechtes Set. Ist halt immer die Frage, passt sowas so gut in ein Fantasy-MMORPG? Allerdings muss man sagen, es gibt hier einen Cloak. Der ist schon mal ziemlich cool, den kann ich euch gleich in-game noch zeigen. Also endlich mal wieder ein Umhang, was schon sehr selten ist, traurigerweise. Außerdem hier so ein bisschen Gesichtsaccessoires oder Piercings. Und Bärte, auch das ist ziemlich selten, würde ich sagen. Also eher ungewöhnlich. Und das Einzige, was ich hier wirklich kritisieren kann, also ich meine, mir persönlich gefällt es jetzt nicht so gut, muss ich sagen, vor allem die Frisur von dem männlichen Charakter gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut. Aber was mich eigentlich hier einfach nur stört ist, ich meine, man sieht es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Wir haben hier schwarz, schwarz und schwarz. Und der einzige Unterschied ist die Farbe des Shirts und natürlich die Farbe der, keine Ahnung, Frisur. Aber wir haben basically dreimal schwarz. Schwarz-weiß, schwarz-grün, schwarz-pink. Und ich meine, ja, es ist ein Tuxedo, aber warum nicht noch einen blauen Tuxedo? Warum nicht noch einen roten Tuxedo? Warum nicht noch einen grünen? Also ist halt einfach so ein bisschen, keine Ahnung. Finde ich ein bisschen, naja, ich weiß auch nicht. Ich finde es immer langweilig, wenn es dreimal das gleiche gibt. Also ich verstehe schon, wie gesagt, hier haben sie alle ein schwarzes Shirt und die anderen haben alle schwarze Jackett und schwarze Hose. Es ist quasi geswappt, dreimal schwarzes Shirt, dreimal schwarzes Jackett. Aber es sieht halt einfach nicht so abwechslungsreich aus und ist irgendwie ein bisschen langweilig. Und ja, dann haben wir jetzt hier noch diesen Luxury Tuxedo Cloak. Ich weiß nicht, wir können es mal ausrüsten, auch hier mit so einem Tuxedo. Ja, es wirkt so ein bisschen so, keine Ahnung, so Mafia-Boss-mäßig, weil du den Umhang quasi so über die Schultern trägst und der hat halt, aber es ist ja gar kein richtiger Umhang, eigentlich ist es eher ein Mantel oder so. Genau. Und ja, ich weiß nicht, ich finde, er sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, weil er so weit hinten platziert ist, wenn es Sinn ergibt. Also quasi, normalerweise bedeckt er eigentlich schon die Schultern, wenn man ihn so tragen würde. Aber er ist quasi wirklich hinter den Schultern. Und irgendwie sieht das, ich weiß auch nicht, es sieht irgendwie weird aus. Aber trotzdem ist es cool, dass es endlich wieder einen Cloak gibt, weil ich persönlich mag das gar nicht, wenn es andauernd Rucksäcke gibt. Weil ich persönlich denke mir immer, wer zum Teufel will einen Rucksack in Flife bei seinem Charakter haben? Und ich meine, gut, vielleicht gibt es Leute, aber wir haben halt schon 5000 Rucksäcke. Wir brauchen nicht noch mehr Rucksäcke. Es gibt so viele Rucksäcke in diesem Game, die meiner Meinung nach nichts in dem Game verloren haben. Deswegen ist es immer eine erfrischende Abwechslung, wieder einen Cloak zu haben. Aber wie gesagt, das Placement von dem Cloak gefällt mir persönlich nicht so gut. Aber grundsätzlich auf jeden Fall nicht das Schlechteste, was sie jemals released haben. Dann kommen wir zu den Patch Notes, bevor wir uns das Event oder die Events angucken. Also erstmal haben wir ein paar Bugfixes, wo ich bei ein paar mir denke, okay, das ist schon ziemlich krass. Also hier haben wir erstmal nur Wrong Rewards for the Second Rainbow Race Announcement. Also in dem In-Game Announcement sollte das, glaube ich, sein, wurde wohl die falsche Reward angegeben. Dann das zweite hier, das hat mich beim allerersten Kaigas Assault auch ein bisschen, keine Ahnung, gestört oder verwundert. Da konnte man quasi vor Beginn von Kaigas Assault, also während der Preparation Time, konnte man schon die Wand verlassen, also das Anfangsgebiet. Und einfach schon draußen rumlaufen, da ich damals auch gesagt habe, wie kann es eigentlich sein, dass die schon draußen rumlaufen und wir hier noch eingesperrt sind. Also da gab es wohl irgendwo eine Lücke in der unsichtbaren Wand, I guess, die sie jetzt geschlossen haben. Dann hier, fixed an issue where gate NPC stats were not removed or added until re-login when joining and leaving a guild. Dachte ich eigentlich, das hätten sie schon mal gefixt, ehrlich gesagt.
Fixed an issue where players fell to the ground when teleporting to a guild ship. Ist auch nervig, würde ich sagen. Das nächste Problem, würde ich sagen, ist extrem krass. Fixed an issue where the artifact battle happened sooner than expected for a few guilds. Was ja schon einen riesigen Unterschied macht. Also ich meine, stell dir mal vor, deine Gilde oder irgendeine Gilde ist die einzige Gilde, die früher startet. Und das wäre ja theoretisch auch voll unfair, wenn du, sag ich mal, theoretisch bis zu eine Stunde früher, also ich meine, steht jetzt nicht da, wie viel früher, aber imagine, das startet einfach eine Stunde früher und dann kann ja auch keiner dein Artefakt zerstören, also es wäre schon ziemlich unfair eigentlich, aber naja. Ein Fiction Issue, where housing objects in NPCs stayed longer than expected. Ja, das Issue haben sie natürlich gefixt, das wäre natürlich eher gut für die Spieler gewesen. Ja, aber die krasseste Änderung ist tatsächlich die hier. Coral Island Violet Monsters will now drop the level 150 unique weapons. Das bedeutet, Violets zum allerersten Mal in der Geschichte von Flife Universe droppen jetzt unique Waffen. Violets sind grundsätzlich dafür bekannt, dass sie Products droppen. Low Products, Symbol of Shade, S Product, G Product, A Product, im High Level sogar noch Super Product oder X Product. Jetzt können sie auch Herneswaffen droppen, was alles ändern könnte. Man muss ja bedenken, es gibt ja jeden Violet und jeden Giant pro Channel einmal zeitgleich. Und das heißt, die Anzahl der Monster, die Unique-Waffen droppen, im High-Level, hat sich soeben einfach mal verdoppelt. Verdoppelt. Das hoffentlich endlich mal eine positive Auswirkung auf die Preise von High-Level-Items haben wird, weil momentan ist es immer noch so, dass sich ein in Anführungszeichen normaler Spieler mit einem normalen Einkommen, also ich meine, ich rede jetzt von Penya-Einkommen, by the way, nicht von Euro, kann sich diese Waffen eigentlich wirklich nur leisten, wenn er sehr lange drauf spart und dann einen exorbitant hohen Preis ausgibt oder Preis zahlt, im Gegenwert von mehreren hundert Euro in F-Coin, um sich eine clean 150er-Waffe zu kaufen. Und wenn man das laut ausspricht, Monate nach dem Update. Wir reden jetzt hier nicht von Tage nach dem Update, wo man immer sagen kann, ja, neues Item, da musst du halt auch viel dafür zahlen, wenn es das einzige Item gibt. Das ist, also klar, aber wir sind jetzt Monate nach dem Update und ein Standardspieler, ein normaler Spieler kann sich es immer noch nicht wirklich leisten oder es macht auf jeden Fall nicht so viel Sinn, sich das zu leisten und das kann es halt einfach nicht sein. Und deswegen wird diese Änderung oder sollte diese Änderung hoffentlich endlich mal die Preise drücken, also günstig wird es auf jeden Fall nicht werden. Aber es sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass wesentlich mehr Waffen und vor allem viel schneller auf den Markt kommen, weil, wie gesagt, die Anzahl der Monster, die sie droppen können, hat sich soeben einfach mal verdoppelt. Genau. Außerdem ist es auch cool für Leute, die leveln, weil Violets wurden oft nicht getötet, weil sie zu viel HP hatten und halt nicht so gut gedroppt haben oder nicht die Waffen gedroppt haben. Und das könnte sich jetzt auch ändern, dass auf Coral Island die Violets tatsächlich getötet werden und Leute, die von denen genervt sind beim Leveln, haben jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe, weil die Violets früher oder später schneller auf jeden Fall als vorher entfernt werden. Genau. Change the position of the button to access houses on mobile. Improved the interface to edit housing objects on mobile. Also ein bisschen Housing-Mobile-Updates für die Leute, die am Handy spielen. Added a reset equipment button to the fitting room. Das finde ich nice, der hat echt gefehlt. Added a equip L button to the fitting room for blade weapons. Das ist auch nice. Und added more specific error messages when an item cannot be picked up by the player. Ja, und dann haben wir noch die beiden Events. Erstmal das Wochenende-Event. Es ist ein Upgrade-Event. Upgrade-Events sind, sag ich mal, die besseren Wochenende-Events, weil wer steht nicht auf Upgraden und ein bisschen Gambeln? Und ja, es ist ein normales Upgrade-Event. Also steht jetzt einfach nur Upgrade-Event, deswegen könnte man sich fragen, ja, aber was denn upgraden? Naja, plus machen heißt das im Endeffekt. Also Rüstung und Waffen plus machen, Stufe erhöhen. Das ist damit gemeint. The chance of successfully upgrading your gear will be increased. Startet am Freitag 0 Uhr und geht bis Sonntag 23.59 Uhr. Und dann haben wir aber auch noch ein richtiges Event, und zwar das Candy-Event. Das geht 2 Wochen ab heute bis zum 28. März und ist ein Event mit einer Daily Quest. During the event, players can get a daily mission quest from an event NPC, Neji, which is located in every town. This mission can be received and completed only once per day. Und man muss Candy Shells collecten und bekommt dafür 2x eine Love Candy Random Box. To complete a quest from Neji, players have to collect event items Candy Shell, which will be found and respawn around the entire world. Also die liegen dann wahrscheinlich einfach am Boden, schätze ich jetzt einfach mal. Ich habe leider noch keine gesehen. Und
Die Quest ist erst ab Level 20 verfügbar und die Candy Shells sind natürlich seelengebunden. Das heißt, man kann sie nicht tauschen oder verkaufen. Ja. Und was ist in dieser Box drinnen? Wir haben hier quasi Love Candy Random Box und wiederum in dieser Box ist quasi die Möglichkeit, alles, was man kriegen kann, mehrmals zu kriegen. Also 1, 2, 3 Mal. Hat eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit. Und was da dann wiederum drin ist, oder beziehungsweise was das dann wiederum ist, ist, das sind Power-Ups. Ja. Das sind einfach Power-Ups, die sind so ähnlich wie die Zuckerwatten, nur zusammengefasst quasi. Also wir haben keine STR- oder Hitrate-Zuckerwatte, sondern erstens sind es höhere Effekte und zweitens ist es quasi immer zusammengefasst. Also wir haben STR und Hitrate, wir haben STR und Defense, Int und Cast, Dex und Parry. Dex und Parry muss ich persönlich sagen, ob das jetzt so viel Sinn macht, aber naja. Und Crit Chance und Attack Speed. Und dann haben wir noch alle Stats plus 20. Also statt die Rainbow Cotton Candy ist das hier quasi die Rainbow Love Candy. Jetzt gibt es hier aber noch ein paar Regeln dafür. Und zwar kann man diese verschiedenen Arten von Love Candy mit anderen Power-Ups verwenden anscheinend. Aber die Effekte stacken nicht. Und zwar same effect does not stack, only Rainbow Love Candy can be stacked. Ich weiß nicht, ob es gar nicht stacken geht, aber hier steht da, der Effekt stackt nicht. Und diese Green Love Candy zum Beispiel gibt der Dex und Parry. Und hier im Beispiel steht quasi Flask of the Rabbit, Dex plus 20 und Green Love Candy, Dex plus 10. Und das bezieht sich quasi auf, vermute ich jetzt zumindest, Dex plus 10, aber die 8 Parry würdest du trotzdem bekommen. Und bei Rainbow Love Candy und Green Love Candy, die geben ja beide Dex, da geht's dann aber schon. Bei Rainbow Love Candy und Flask of the Rabbit, das geht auch. Also mit Rainbow Love Candy und Flask of the Rabbit hättest du dann quasi plus 40 Decks. Das würde funktionieren. Und ja, ist ganz interessant. Auch ein bisschen verwirrend oder kompliziert vielleicht, aber ich meine, man könnte vielleicht auch einfach andere Werte nehmen und dann bräuchte man sich darum keine Sorgen machen. Aber hey, wer bin ich schon, um das zu entscheiden? Jedenfalls läuft alles im Endeffekt darauf hinaus, dass die meisten Leute wahrscheinlich diese Rainbow Love Candy haben wollen, weil alles Stats plus 20 ist, wie gesagt, schon ziemlich heftig. Vor allem, wenn man halt einen Charakter spielt, der von mindestens 2 Stats profitiert, was sehr viele Charakter sind eigentlich in der Regel. Gut, kommt drauf an, was man macht, aber in der Regel mehrere Leute. Und genau, ansonsten sind wahrscheinlich noch die Cast-Time-Power-Ups sind wahrscheinlich noch ganz interessant. Beziehungsweise das Cast-Time-Crit-Rate-Power-Up meinte ich jetzt eigentlich. Und ja, ist nicht schlecht, aber es ist halt ein reines Power-Up-Event. Das heißt, wer jetzt an diesen Power-Ups nicht so großes Interesse hat, für den wird es jetzt wahrscheinlich keine so krasse Rolle spielen. Außerdem ist natürlich die Anzahl der Candies, die du pro Charakter bekommen kannst, dadurch limitiert, dass es eine tägliche Quest ist, die man logischerweise täglich nur einmal machen kann. Und das bedeutet auch, während dem gesamten Event, es müssten 15 Tage sein insgesamt, läuft das Event. Bevor die Maintenance, genau, das heißt, am 28. kannst du es auch noch machen. Also man kann sich im Endeffekt 15x2 Love Candy Random Boxen holen. Das sind 30 Boxen. Das heißt, man hat hier 30 mal die Chance, sich was abzuholen. Und das heißt, der Maximalbetrag, den du bekommen kannst, sind 90 Candies unterschiedlicher Sorte. Höchstwahrscheinlich werden es deutlich weniger sein. Also irgendwas zwischen 30 und 90 Candies wird man bekommen pro Charakter, wenn man das jeden Tag macht. Ist also nicht die Welt. Und ja, ist kein schlechtes Event, würde ich jetzt nicht sagen, weil Power-Ups sind tatsächlich doch bei vielen Leuten sehr beliebt. Aber es gibt halt sonst wirklich gar keine anderen Belohnungen. Das heißt, wie gesagt, wer jetzt in Power-Ups nicht das größte Interesse hat, wird hier keinen wirklichen Mehrwert sehen. Und das war's auch schon für heute. Wie gesagt, vergesst nicht die Heartbreaker-Boxen im Cash-Shop und lasst euch auch nicht zu sehr dazu verleiten, zu viel Geld dafür auszugeben. Wie gesagt, die werden gerade in Shops für über 100 Mio verkauft, für weit über 100 Mio teilweise. Also lasst das erstmal sacken, die sind jetzt brandneu, die kriegt ihr auch günstiger, also ihr müsst dafür jetzt nicht so viel Geld ausgeben, weil sie sind auch nicht so viel Geld wert. Danke euch vielmals fürs Zuschauen, ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal in Fly for Universe, vergesst nicht im Livestream vorbeizuschauen, Twitch-Link ist in der Videobeschreibung und bis dahin, ciao, ciao.